herzlich willkommen zu einem weiteren Ausflug in die Mühlhäuser Vorstädte. Mit St. Nikolai haben wir die südwestlichste und flächenmäßig größte Vorstadt erreicht. Mit ehemals 184 Häusern hatte die Nikolai-Vorstadt mehr als doppelt so viele Einwohner wie St. Martini oder St. Georgi. Öffentliche Gebäude oder Behörden sucht man hier aber vergebens. Vom oberen Lindenbühl bis zur heutigen Wahlstraße folgte sie dem Verlauf der inneren Stadtmauer. Die ehemalige Grenze zwischen St. Nikolai und St. Martini verlief ab dem heutigen Mühlhäuser Museum nach Süden bis zum Schillerweg. Dabei war die letzte bewohnte Straße bzw. Gasse die Scherbengasse, die 1869 erstmals erwähnt wurde und seit 1883 Spielbergstraße heißt. Im Norden begann die Grenze zu St. Petri zwischen den ehemaligen Itschenteichen, die auch Froschteiche genannt wurden und die später nach der Trockenlegung in Schieß- und Turnergraben umbenannt wurden. Beginnend am Stadtmauerturm an der Silbernen Ecke verlief sie entlang der Wahlstraße und dann den Bastmarkt hinab bis zur Rosenstraße. Von dort an ging es gen Westen, wobei der nördliche Straßenteil der Rosenstraße mit dem Garten von Tilesius schon zu St. Petri gehörte, bis etwa zur Hälfte zwischen Grünstraße und heutiger Altenburgstraße. Dort stand einst die äußere Stadtmauer. Diese verlief vom äußeren Frauentor bis zum äußeren Fechterer Tor in Nord-Süd-Richtung. Innerhalb der äußeren Mauer gab es die sogenannte Patrouillegasse, die den Stadtsoldaten als Patrouillenweg diente. Später dehnte sich die Vorstadt nach Süden, aber vor allem Richtung Westen bis an den Stadtwald aus. Der Zugang zur Innenstadt erfolgte in St. Nikolai nur aus Westen durch das innere und äußere Fechterer Tor. Das äußere Tor, durch welches die Handelsstraße nach Südwesten in Richtung Fechter, Vogtei und Eisenach führte, stand auf der Wanfrieder Straße etwa an der Höhe der heutigen Lutherothstraße. Durch den Bau des neuen Hessenweges ab etwa 1820, der entlang der heutigen Wanfrieder Straße nach Wanfried und Eschwege führte, war das Tor dem stetig steigenden Verkehr nicht mehr gewachsen und wurde 1825 abgebrochen. Der alte sogenannte Hessenweg führte durch das äußere Frauentor, das Johannistal am Gut Pfafferode und an Peterhof vorbei durch den Diedorfer Stieg nach Wanfried. Das innere Fechterer Tor wurde im Zuge des Stadtmauerbaus um 1200 erbaut und war eins der vier Haupttore. Es war etwa 20,5 Meter hoch und hatte 5 Stockwerke. Drei Seiten und die Tordurchfahrt waren aus Stein, die Stadtseite aus Fachwerk gebaut. Dieses Tor soll aber erst im 16. Jahrhundert so entstanden sein. Zuvor sah es vermutlich etwas anders aus. 1413 kam das mittlere Tor hinzu. Mittleres und inneres Fechterer Tor waren durch eine Zwingermauer verbunden. Von der südlichen Zwingermauer ist heute noch ein Stück am Kugelleichsweg erhalten. Es dient als Grundmauer für ein Wohnhaus am Kugelleich. Dieses Mauerstück ist das einzige baulich überlieferte Stück einer Zwingermauer, die es an jedem Tor der inneren Stadtmauer von Mühlhausen gab. 1598 erneuerte man das mittlere Tor, welches stadteinwärts direkt an der Schwemmnatte stand. Es erhielt anstelle des alten Satteldaches eine sogenannte Welsche Kuppel. 1837 wurde zuerst das innere Tor abgerissen, 1838 folgten das mittlere Tor und der Zwinger. Wie in den anderen 5 Vorstädten auch, bildete die Vorstadtkirche, die bezeichnenderweise St. Nikolai-Kirche heißt, das geistige Zentrum der Nikolai-Vorstadt. Der Kirchenbau begann 1324. Schon um 1314 wurde ein Kirchenbau begonnen, der aber nicht vollendet wurde. Bevor die äußere Stadtmauer im 13. und 14. Jahrhundert errichtet wurde, war St. Nikolai ein Marktort mit einer Kaufmannssiedlung. 1297 wurde dieser Vorstadtmarkt erstmals als Sebastianmarkt erwähnt. Aus dem Sebastianmarkt, auf dem auch Schützenfeste abgehalten wurden, entwickelte sich durch Namensabkürzung der Bastmarkt, der nichts mit dem Bast für die Textilverarbeitung zu tun hat. Um 1420 wurde die Straße zum Blobach dann Nikolaussteinweg und ab 1525 Klaussteinweg genannt. Zurück zur Kirche.
Christian Gottlieb Altenburg beschreibt St. Nikolai in seiner Chronik als zierlichste, aber größte Vorstadtkirche. Sie ist nach dem Bischof Nikolaus von Myran benannt, dessen Namenstag alljährlich am 6. Dezember in der ganzen christlichen Welt begangen wird. Die gesamte Kirche wurde aus Travertin erbaut. Der Turm ist nach alter Tradition spitz mit einer Schieferdeckung und wurde 1339 vollendet. Ein ziegelgedecktes Türmchen auf der Westseite der Kirchenmauer diente in Kriegszeiten als Auslug, wurde aber im 17. Jahrhundert entfernt. Ab 1523 nutzte Heinrich Pfeiffer, einer der Mitstreiter von Thomas Müntzer im Deutschen Bauernkrieg 1525, die Nikolaikirche für seine Predigten. Sein Versteck vor der Obrigkeit war seinerzeit die Weidenmühle. Zwei weitere Kirchen befanden bzw. befinden sich auf dem Gebiet der heutigen Nikolaivorstadt. Dies war zum einen die St. Mauritiuskirche von Poperode. Die Mauritiuskirche gab es schon, als der Ort Poperode 1292 erstmals erwähnt wurde. 1552 wurde sie abgerissen und die Glocken an den Pliedenhof in der Holzstraße gegeben. Die zweite Kirche auf Nikolaigebiet ist die 1913 errichtete Anstaltskirche der damaligen Landesheilanstalt Pfafferode, welche am 9. September 1917 geweiht wurde. Sie ist damit auch die jüngste Kirche auf Mühlhäuser Stadtgebiet. Erster evangelischer Anstaltspfarrer war ab 1916 August Emmelmann. Die für die Kirche vorgesehenen Glocken wurden 1917 kriegsbedingt wieder eingeschmolzen. So blieb die Klinikkirche bis zum 24. Oktober 2012 unvollständig. Auch bekam sie erst 100 Jahre nach ihrer Weihe im September 2017 den Namen St. Michael. Von den Kirchen zu den Schulen. Die älteste Schule in der Nikolaivorstadt ist die alte Nikolaischule, die sich hinter der Kirche befand. Sie war eine sogenannte Küsterschule und begann 1844 ihren Lehrbetrieb. 1876 entstand ein Neubau, der von der Körnergasse zugänglich war. 1892 in Volksschule 2 und 1939 in Stageterschule umbenannt, erhielt sie 1945 den Namen Nikolaischule zurück.1952 wurde sie zur POS 8 und zog 1972 in das neue Schulgebäude in der Altenburgstraße. Am 16. Juni 1973 erhielt sie den Namen Hermann Matern. Dieser war von 1949 bis 1960 Mitglied der DDR-Volkskammer, stellvertretender Staatspräsident der Deutschen Demokratischen Republik von 1957 bis 1960 und Mitglied des Nationalen Verteidigungsrates der damaligen DDR. Wie bei allen anderen Schulen in Stadt und Land wurden die Ehrennamen nach der Wende entfernt und die Schule wurde wieder Nikolaischule. Das beeindruckende Relief an der Südfassade der Nikolaischule entstand 1972-73 nach Entwürfen von Otto Knöpfer, einem der bedeutendsten Maler Thüringens. Auch nach der Generalsanierung der Schule blieb es etwas aufgehübscht erhalten und ziert noch heute den Schulbau. Die zweitälteste Schule der Nikolaivorstadt ist das 1870 eingeweihte Gymnasium am Lindenbühl. Eigentlich gehört dieses Gebäude zur Unterstadt, da es auf dem ehemaligen Ordenshof hinter dem Untermarkt errichtet wurde. Die Arbeiten für den Bau begannen 1868-69. Dafür wurde erstmals ein so großes Stück der Stadtmauer abgetragen. Nach dem Umzug des Gymnasiums im Jahr 1915 an die Burg entstand ab 1928 das Heimatmuseum.
Von 1934 bis 1945 war im alten Gymnasium die Kreiszeitung der NSDAP. Nach 1945 wurde das Haus zum Haus der Kultur, bis 1949 wieder das Heimatmuseum einzog. Heute ist es nach einer grundlegenden Sanierung von 2010 bis 2013 das Kulturhistorische Museum der Stadt. Seminar am Schillerweg. Entworfen hat das beeindruckende Gebäude der Regierungsbaumeister Lottermoser aus Erfurt. Bis 1926 wurden hier über 600 Lehrer ausgebildet. Als Lehrerseminar, was eigentlich Schule für zukünftige Lehrer bedeutet, diente es bis 1954. Ab 1949 hieß es allerdings Pädagogisches Institut, das 1968-69 an die Pädagogische Hochschule Dr. Theodor Neubauer in Erfurt angegliedert wurde. 1990 schloss dieser Standort und 1993 wurde dann der Lehrbetrieb in Mühlhausen endgültig eingestellt. Von 1994 bis 2006 war im Gebäude des ehemaligen Lehrerseminars, welches scherzhaft Hogwarts vor Mühlhausen genannt wird, das Landgericht untergebracht. Heute findet man am Schillerweg 59 die Freie Gemeinschaftsschule und das Schulzentrum Janosch Korsak.